Hallo, hallo. So, hallo, herzlich willkommen zurück zu... Ein Pferd, oh Gott, ein Pferd vor meiner Haustür. Tja, nein, ich wollte sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Minecraft. Tja, das einzige Projekt, was irgendwie läuft. Also, dauerhaft, regelmäßig von mir kommt, das ist da ja egal. Auf jeden Fall, ja, wir haben... Hier oben fehlt ja immer noch das Ding. Das reparieren wir eben. Das ist mir in der letzten Folge schon aufgefallen. Das war in den letzten Folgen aufgefallen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir das schon mal irgendwann aufgefallen. Glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hab nicht aufgepasst. Hä? Wer bist du eigentlich? Hey Mann, ey, wer bist du? So, brauchen wir noch irgendwas mal hochbauen? Nö, haben wir noch alles. Okay. Und dann würde ich ja schon fast sagen, können wir ja auch gleich mal da weitermachen, wo wir vor ein paar Folgen aufgehört haben. Schon einige Folgen wieder her, ne? Kann das sein? So. Bam. Natürlich mit der Axt, nicht mit der Spitzhacke. Das wäre natürlich so. Nämlich, wir hatten nämlich mal angefangen, hier unseren Berg mal so ein bisschen auszubauen, wegzubauen, wegzuruppen. Oh mein Gott, Kalle kommt, oh mein Gott, Kalle ist aggressiv. Seht ihr das? Dieses aggressive Bären. So, rah, rah, rah. Oh mein Gott, no. Kalle, no, please, no. Okay. Tüff, tüff, los, nimm das. Wow, 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 jetzt hat Kalle auch noch seinen Bruder gerufen hier. Oh, Mensch. Jetzt überfordert ihr mich hier aber fast, ne? Ach, ganz ehrlich, das könnt ihr doch nicht machen. Oh, Schnitzel. Ich meine, hallo? Kommen die hier einfach... Gott, haben die Wölfe hier wieder gerissen, ey. Hallo? Können die das mal sein? Lassen die rauben mir hier die ganze Vegetation weg. Und die ganzen Viecher. Na, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, wir hatten ja hier mal angefangen, von wegen, wir können das hier mal abbauen. Da hatte uns ja die gute Apple Pie Chan am Anfang geholfen. Tja. Wow. Hast du... Hey, Kleiner. Hey, Kleiner, komm mal her. Kleiner, hey. Hey, komm mich mal an. Hey, hey. Komm her, wenn ich mit dir rede. Na und? Na du? Oh, guck mal, er freut sich. Seht ihr das? Oh. Sag mal, kann das sein, dass du stinkst oder wo kommen die Fliegen her? Aber doch, tatsächlich der Waschbär. Der könnte man ruhig wieder waschen. Versteht ja, weil es ist ja ein Waschbär. Naja. Egal. Ja, Mensch, das Jahr ist fast vorbei. Habt ihr mal auf den Kalender geguckt? Wir haben heute den 20. Wenn ihr das Video seht, haben wir den 21. Das ist richtig extrem. Und wenn ich so auf das Jahr zurückblicke, könnte man ja schon fast meinen, alter Schwede, wir haben schon ganz schön nichts geschafft. Nee, also was ich mir, also ich kann ja mal so jetzt so mittlerweile so ein bisschen drüber reden, was ich mir so vorgenommen hatte fürs Jahr 2013. Also ich hatte mir ja vorgenommen, ganz viele Projekte zu machen, mindestens immer anderthalb am Laufen haben. Also so ein großes, normales und dann noch so ein kleines nebenbei. Tja... Ach ja, und Minecraft dann noch oben drauf, ja. Also ich muss sagen, ich bin richtig weit gekommen. Also, ja, die ganzen Projekte, die ich dieses Jahr schon allein gespielt habe, das ist unglaublich. Tja. Ne? Aua. Ich muss sagen... Gib bloß weg! Nein, lass das... Jetzt hat er das Schwein als Schutzschild genommen. Ich bin der... Hallo? Was für ein hinterhältiger Waschbär war denn das? Nicht Waschbär. Eisbär. Eisbär. Das war ein Eisbär. Waschbären sind lieb. Und nett. Und, ja. Ach, hier geht's auch hoch. Okay, gut. Naja, gut. Und irgendwie haben wir davon nicht so wirklich viel geschafft. Tja. Naja, mal schauen, wie das 2014 war. Wird. Ich meine, ich kann mir ja das Gleiche wieder vornehmen. Aber, ob das was wird, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Und ich meine, wenn ich so an Anfang des Jahres denke, das war jetzt nicht so pralle. So. Wenn ich jetzt so sehe, so, das Jahr endet ja fast so, wie es angefangen hat, dann, ja, ist das Ganze ein bisschen uncool. Und wenn man bedenkt, was da alles noch für Scheiße gelaufen ist dieses Jahr, alter Schwede. Dass das Ganze sogar so weit ging, dass ich gesagt habe, ich höre auf mit dem Let's Playen. Also, es ist, hallo. Ach, naja. Ich bin ja nun wieder da, zum Glück. Ja. Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich wieder da bin. Wo kommen die ganzen Schafe her? 6 Schafe. Warte mal, habe ich einen Bogen? Ich habe einen Bogen.
Wir spielen jetzt Tonscharfe schießen. Hey! Und wann kriegen wir den Netten auch? Yeah! 100 Punkte! Ding, 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 ding! Höchstpunktzahl! Wuhu! Ich bin gut. So, kriegen wir da hinten jetzt auch noch den Skorpion? Ey! Tatsache! Cool! Mensch! Wir sind ja richtige Sniper-Kings hier, ey! Wow! Richtig geil! Tja! Und zum Thema, was da alles so gelaufen ist, naja, gut. Vielleicht werdet ihr es irgendwann mal so beiläufig erfahren. Ich glaub's zwar nicht, aber naja. Ne? Wie ist dann euer Jahr so gelaufen? So im Großen und Ganzen. Würdet ihr sagen, dass ihr in den letzten, sagen wir, 12 Monaten, ich meine, die letzten anderthalb Wochen kann man ja nicht so wirklich dazu zählen. Also, würdet ihr sagen, dass ihr im Jahr, oh Gott, da ist was, nee, da ist doch nichts kaputt gegangen. Also würdet ihr sagen, dass ihr im Jahr 2013 was geschaffen? Aua, jetzt hab ich da auch noch mit der... Okay, gut. Ich komme zu der Frage gleich nochmal zurück. Wir gehen uns jetzt erstmal eine neue Spitzhacke machen. So ein Mist. Dim, 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 dim. Meine Güte. Das ist natürlich jetzt etwas arg blöd, dass uns jetzt unsere schöne Diamantspitzhacke kaputt gegangen ist, ne? Ach, naja, da kann man wohl nichts machen. Und den letzten Diamanten, den ich da noch hatte, den wollte ich ja... Oh, den wollte ich ja eigentlich zum Reparieren der Spitzhacke. Ach, warte mal, wir haben da sowieso noch... Wisst ihr was? Ich bin ganz schön blöd, kann das sein? So. Wir machen uns nämlich jetzt erst einmal... Machen wir uns erstmal eine Eisenspitzhacke. Und dann... Das können wir eigentlich drüben machen, im Lager. Denn... Da haben wir sowieso alles. Holz. Diamanten. Für eine neue Diamantspitzhacke. Und, tja. Wow! Meine Fresse! Irgendwie sind die Krokusse so ganz schön aggro auf mich. Nur weil ich sie nicht gefüttert habe. Aber ich habe mir so gedacht, so als Wachhunde mehr oder weniger sind die vielleicht gar nicht mal so uncool. Aber irgendwie, ich habe gedacht, die reißen sich ihr Futter selbst. Aber irgendwie, tun sie es nicht. Obwohl, wenn ich mir da jetzt die Diamanten wegnehme, ne? Oh, okay, ich mache es jetzt einfach. Egal, das passt schon. Wir müssen sowieso bei Gelegenheit mal auf neue Entdeckungstour hier gehen, ne? Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass wir, wenn wir irgendwann dann mal endlich auf 1.7.4 umsteigen, dass wir dann sowieso entweder diese Welt hier mitnehmen werden oder allerdings komplett eine neue Welt anfangen werden. Das habe ich ebenso beschlossen. Denn sonst dümpeln wir hier noch mit Version 5. Shit. Waren tatsächlich nur 2 Diamanten, ne? Ey, oh nee, ich brech ins Essen, ey. Haben wir drüben wenigstens noch 2 oder 1 oder... Oh, das ist jetzt aber echt ärgerlich. Jetzt habe ich... Das hätten wir eigentlich mit einer Glücksspitzhacke machen müssen. Dann wäre das richtig effektiv gewesen. Aber na, hier haben wir nicht mal mehr Diamanten drin. Wie viel kostet das denn, das blöde Ding zu reparieren? Ich meine, dann haben wir zwar übermäßig Steine, aber gut, ja, dann ist das eben so. So, schauen wir mal. Ja, genau. 39 Level, wo soll ich die denn hernehmen? Und 1? 33, okay, das lohnt. Das ist ja, wo kriege ich denn jetzt 39 Level her? Wisst ihr was? Ich glaube, ich muss hier gleich nochmal Steine überall reinschmeißen. Es gibt ja immer so ein kleines bisschen Erfahrung. Und dann können wir ich. Es bringt jetzt eigentlich mehr Erfahrung. Ein Stack. Dings oder ein Stack? Weil ich würde das da ganz. Also. Ach. Wow! Hier sind neue Viecher. Okay, diesmal haben sie mich nicht angegriffen. Zumindest nicht von Haus aus. Aber trotzdem. Ich traue denen nicht mehr. So, denn, wir haben ja hier noch Eisenerz. Das schmelzen wir einfach mal eben durch. So, und dann brauchen wir 24. Nehmen wir erstmal ein Stack wieder mit, weil wir müssen ja sowieso gleich wieder, ach, guck mal, hier haben wir auch noch Klabberadatsch drin. Guck mal, dann packen wir den ganzen Mist. Oh, nee, den Pfeil, den brauche ich noch. So, die Kohle brauche ich, das kommt drüben rein. Das, packen wir da mal rein. Der Apfel kommt auch drüben rein. Die Erde, die können wir auch drüben reinpacken. Genauso wie das Leder, das Hühnchen, die, okay, ich räume drüben aus. Ich sehe es ja ein, gut. Mann, schreib mich doch nicht gleich wieder an, ey. Und du lässt den Dix in Ruhe. Oh. Hab nie was gesagt. Böser Wolf.
böser, böser Wolf. Kam ich jetzt leider zu spät, um dem Schaf zu helfen. Ups. Naja, passiert halt mal. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Genau, ich wollte hier die... So, Reptile halt, meine ich natürlich. So, die Kohle brauche ich unten noch. Das Hühnchen, das brauche ich gleich noch. So, das Holz, das kommt da rein. Da, so, dann kommt da nochmal ein bisschen Federn rein. Was geht denn jetzt da draußen ab? Alter Schwede. So, ja, dann kommen die Popel hier auch noch rein. Stimmt, du hattest ja hier einen Popel liegen lassen. Ah, meine Güte. Wie mir das wieder entfallen war. Naja, gut. So. Habe ich jetzt hier noch Pflastersteinchen oder nicht? Nehmen wir natürlich nicht. Auf den Schock brauche ich jetzt erstmal einen Schnitzel. Tipps. So. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, da haben wir auch noch. So, dann brauchen wir jetzt erstmal so, machen wir das erstmal. So. Und dann so und so und so. So. Wieso habe ich jetzt eigentlich schon wieder 4 Stacks Eisen gehabt? Ich hatte doch nur... Nee, ich stell die Frage am besten gar nicht. Nein. Ich nehme es einfach so hin, dass es jetzt unheimlich laut ist, weil wegen blödem Wind draußen. Meine Güte. So. Schauen wir mal, wie viel bringt denn das? Okay, das bringt so viel. Das ist jetzt auch nicht so wenig, ne? Ha. Haben wir hier Steine drin? Haben wir hier Steine drin? Hier haben wir so... Boah, das ist ja cool. So, da haben wir noch... Warte mal, wie viele Öfen haben wir jetzt hier noch? 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Hätte ich jetzt eigentlich in allen Dings... In allen... Wie heißt denn das? Kohle. Ja, hatte ich. Super. Aber ich habe hier irgendwie noch Steine erwischt. Komischerweise. So. Aber eben aussortiert und wieder was Neues rein. Da sollten wir ja schnell unsere Dings vollkriegen hier. Unsere Erfahrung. Und ich glaube, ich gehe erstmal ins Bett. Vielleicht hört es dann morgen auf zu regnen. Warum ist das immer so verflucht laut, Mann? Ich selbst höre nicht und nicht mal mehr die Musik. Das muss man sich mal reinziehen. Gott, jetzt haben wir ja auch noch die fetten Cave-Geräusche. Och, nö. Tut das echt Not? So. Ich wollte auf jeden Fall jetzt erstmal hier die Fressalien wegbringen. So, rohes Hühnchen, rohes Hühnchen. Eigentlich können wir das auch gleich mal durchbraten, wa? Und die Diamanten, die lassen wir jetzt erstmal da. Damit weiß ich wenigstens, wo sie sind. Jetzt habe ich hier noch 2 Kohle. Ah, guck mal. Hier können wir auch nochmal eben wieder was rausnehmen. So. So. Uiuiuiuiuiui. Das ist natürlich jetzt nicht schlecht. Das ist natürlich jetzt richtig pornös, muss ich ja schon fast sagen, ne? Also, haben wir unten noch Öfen frei? Theoretisch ja. Haben wir hier unten noch Cobblestone drin? Nee, haben wir natürlich nicht. Ha. Ha. Okay, dann packen wir hier erstmal die Kohle rein. Und holen uns dann gleich Cobblestone von irgendwo her. Wo könnten wir da noch... Oh, ich weiß, wo wir noch Cobblestone haben. Müssen wir nur mal hier nach drüben. Weil wir haben doch da eine Kiste stehen gehabt, bin ich der Meinung. Tja, ha. Tja, wo mir das eben nebenbei gerade einfällt, von wegen hier mit, ja, hier war auch noch was drin. Mit den Diamanterzen. Ja, es hatte mich in der letzten Folge, also in Folge 248, nee, heute kommt 250 raus, am 20. Also meinte ich 248 oder 49, irgendwie so in dem Dreh. Und, da hatte mich jemand ganz netterweise, ich habe leider deinen Namen vergessen. Ich und Namen, ne? Das ist echt, das ist krass. Das ist mehr als bescheiden. Gut, auf jeden Fall, was wollte ich denn jetzt erzählen? Genau, deinen Namen habe ich vergessen. Und was war jetzt mit deinem Namen, den ich vergessen habe? Ah, ja, genau. Und zwar hattest du mich ja netterweise darauf hingewiesen, dass ich mich jedes Mal gewundert habe, wo diese Diamanterzen herkommen. Ja, stimmt, habe ich auch. Und diesmal habe ich dran gedacht. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, wa? Damit hast du jetzt nicht gerechnet, wa? Okay, zugegeben, ich habe deinen Kommentar eben auch schon zum dritten Mal gelesen, weil ich mich so gewundert habe. Hä? Eine neue Aktivität unter einer deiner Videos? YouTube? IF-Series? Tja. Weil irgendwie hat YouTube derzeit so einen kleinen Bug bei mir.
Es schreibt mir nämlich jedes Mal angeblich, dass ich einen neuen Kommentar unter einer meiner Videos habe. Dabei habe ich das gar nicht. So, aber ich brauche noch Kohle. Nur mal so am Rande erwähnt, bevor ich jetzt hier das Derpen anfange. Also so, das komplette Derpen anfange. So. Und Steine könnte ich eigentlich auch noch gebrauchen. Also Cobblestone. Habe ich hier drüben... Meine Fresse, ihr blöden Türen. Ihr geht mal auf den Zeiger, ey. Ruhig bleiben, ruhig. Das ist nicht gut für deinen Blutdruck. Ist nicht gut, ist nicht gut. Ist nicht... Wow! Ist gut, ist gut. Komm mal hier, ich habe einen Schnitzel. Hier, friss das! Ah, lass mich rein da! Mach die Tür zu, mach die Tür zu! Uiuiuiui. Hoffentlich frisst es das Schnitzel. Solange es mich nicht frisst, ist ja alles super. Uiuiui. Und der versteht die Welt nicht mehr. Naja, ist ja auch wurscht. So, hab ich hier noch irgendwo Steine? Cobblestone? Nee, Elisher? Oh, 12 Pflastersteine, toll. Wieso haben wir hier eigentlich noch so viele leere Kisten? Warum sind wir noch nicht komplett umgezogen? Ha? Kann mir das mal jemand sagen? Nee, ne? Uiuiuiuiuiui. Alles wird gut. Alles wird super. Die beißen. Okay, gut. Also, aber das, ja. Nee, gut. Aber um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen. Der haut mit meinem Schnitzel ab. Der Käfer haut mit meinem... Ich will weg hier. Gut. Ah. Gut, aber ich würde sagen, die Frage, warum wir noch nicht umgezogen sind, ist, die klären wir in der nächsten Folge. Falls euch das Video gefallen hat, na, könnt ihr mal eben ganz kurz einen Kommentar verfassen oder sowas, ne? Und abonnieren, favorisieren und liken oder sowas. Ist ja auch wurscht. Okay, bis dann. Tschüss.